Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich bin der Direktor dieses Instituts. Und ich freue mich, dass Sie trotz des kurzfristig ausgebrochenen schönen Wetters so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich auch, dass dies eine Veranstaltung ist mit dem Instituto Cervantes, nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube jetzt das zweite Mal. Wir hoffen auf eine Fortsetzung dieser Kooperation. Auch an Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Ich will auch erwähnen, dass neben Ihnen unser Nachbar, der spanische Generalkonsul Herr Perez, sitzt. Ich freue mich, dass er hier gekommen ist. Auch ein regelmäßiger Besucher unserer Veranstaltungen. Auch schön, die Nachbarschaft hier am Mittelweg sozusagen zu vertiefen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Birgit Aschmann hier ist, dem Haus mittlerweile auch ganz gut vertraut. Sie ist nicht zum ersten Mal hier. Sie war schon des Öfters hier, hat schon öfter Vorträge gehalten, hat sich auch positiv in die Rekrutierung von Personal in dieses Institut hinein eingemischt. Von daher freuen wir uns, dass sie wieder hier ist. Ich werde sie aber nicht vorstellen, sondern vorstellen wird sie ein sehr viel kompetenterer, nämlich Philipp Müller, der sozusagen hier am Hause seit 3 Jahren tätig ist in der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit, der auch ein ausgesprochener Spanien- und Portugal-Spezialist ist und der natürlich auch das Werk von Birgit Aschmann wesentlich besser kennt, als ich das könnte. So. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Müller. Ich bin hier Wissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung und habe die Freude, Birgit Aschmann kurz vorzustellen. Birgit Aschmann hat den Lehrstuhl für europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Berliner Humboldt-Universität inne. Das akademische Common sieht vor, dass ich Ihnen hier jetzt an dieser Stelle Ihre wichtigsten Veröffentlichungen und Auszeichnungen vorlese. Ihre Arbeiten zur Emotionsgeschichte etwa, die Sie im deutschsprachigen Zusammenhang früh mit einem wichtigen Sammelband beeinflusst hat, und natürlich zur spanischen Geschichte, wovon Sie eine lesenswerte Kostprobe in unserer Zeitschrift Mittelweg 36 finden können. Die ausliegenden gelben Zettel bieten einen ausführlichen Einblick in Ihre vielseitige Forschung. Ich will mich hier aber dem akademischen Comment einer Aufzählung der akademischen Meriten von Birgit Aschmann verweigern und stattdessen eine ganz kurze Geschichte erzählen, die mit dem Titel des Berliner Lehrstuhls Europäische Geschichte verbunden ist. Das universitäre Verfahren zur Berufung auf einen Lehrstuhl involviert bekanntlich einen Berufungsvortrag. Und damals im Fall der Besetzung des Lehrstuhls zur europäischen Geschichte an der Humboldt-Universität hatte ein recht prominentes Mitglied der Berufungskommission den Gedanken, allen Kandidaten die gleiche Aufgabe für den Vortrag vorzuschreiben, nämlich: Wie schreibt man heute eine europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts? Diese Aufgabe brachte eigentlich alle eingeladenen Kandidaten gehörig ins Schwitzen. Denn natürlich war man in bestimmten regionalhistorischen Themen qualifiziert, aber ganz Europa. Also wälzte man für den Berufungsvortrag Handbücher und Einführungswerke, vor allem zu jenen Teilen Europas, von denen man keine Ahnung hatte. In den Berufungsvorträgen zählte man dann ein europäisches Land nach dem anderen auf. Es wurde deshalb ziemlich langweilig und gleichzeitig auch ziemlich schlecht. Birgit Aschmann dagegen stellte sich vor die Kommission und erklärte: Eine Geschichte Europas gibt es nicht, weil niemand die Grenzen Europas eindeutig bestimmen kann. Ich trage Ihnen deshalb keine Geschichte Europas, sondern europäische Geschichten im Plural vor. Ich war damals selbst dabei, Ihre 3 Geschichten zu unterschiedlichen europäischen Regionen waren der Lichtblick des Nachmittags, und das Ende der Geschichte erschließen Sie aus dem akademischen Titel der heutigen Referentin. Birgit Aschmann kennzeichnet also eine Eigenschaft, die man bei Universitätsprofessoren häufig unterstellt, manchmal aber leider doch vermisst: Sie hält kluge Vorträge. Auch deshalb vielen Dank für die Einnahme der Einladung. Wir sind gespannt. Ja, meine Damen und Herren, was soll jetzt kommen? Ja,
das freut mich natürlich. Also es freut mich, also erstens freut es mich, dass ich hier sein darf und dass Sie sich die Zeit genommen haben zu kommen. Zweitens freut es mich natürlich insbesondere auch von Philipp Müller hier eingeführt zu werden, der tatsächlich, nachdem dieses Kapitelchen so begonnen hat, wie Sie es gerade gehört haben, dann für ein paar Monate mein Assistent war und es war eine sehr wunderbare Zusammenarbeit. Er ist dann aber weitergezogen, es ist ihm nicht zu verdenken. Und es freut mich als Drittes ganz besonders, ich muss das einfach hier erwähnen, weil man plötzlich hier in Hamburg doch den einen oder anderen oder die eine oder andere wieder trifft, die man auf dem langen akademischen Lebensweg schon gesehen hat. Also nicht alte Kieler Studenten aus meiner Kieler Zeit hier und eben es kommt jemand aus Berlin extra angereist. Also es freut mich. So. Also insofern macht es mir besonders Spaß. Jetzt aber das Risiko für Sie, es wird sich zeigen, ob das wirklich dem entspricht, was Philipp Müller für einen klugen Vortrag hält. Wir wollen mal sehen. Das dauert jetzt ungefähr Stunde. Das Bild kennen Sie oder vielmehr, es zeigt den Beginn des Spanischen Bürgerkriegs. So sah das aus. Zunächst mal die weißen Flecken sind diejenigen Territorien, die in die aufständischen Hoheitsgebiete fielen. Und was noch so dunkel schraffiert ist, blieb in der Hand der Republikaner. Dann ging es so, dass die Afrika-Armee schnell übersetzte. Und Sie sehen jetzt von unten aus, haben wir hier den Pointer, ich übe das mal, von Sevilla aus rückte diese Kolonne vor auf Madrid zu. Im September 1936 hätte der aufständische General Francisco Franco womöglich die von den Republikanern gehaltene Hauptstadt Madrid einnehmen können, wenn er nicht, wie man sieht, kostbare Zeit verloren und nicht etwa erst einmal nach Toledo geschwenkt wäre. Sie wissen, mein General, dass Toledo Sie Madrid kosten kann, hatte ihn vor der Entscheidung einer seiner ranghohen Offiziere zur Rede gestellt. Franco wusste das. Im vollen Bewusstsein dieses Risikos rechtfertigte er seinen Entschluss, Zitat, in jedem Krieg und mehr noch in den Bürgerkriegen spielen geistige Elemente eine besondere und außerordentliche Rolle. Mit diesen sogenannten Factores Espirituales meinte Franco nicht zuletzt Emotionen. Die brauchte er dringend. Und er erhielt sie nach der Befreiung des Alcázars zum Überfluss. Das ist der Alcázar von Toledo. Sie kennen ihn oder sehen ihn einmal vor der Bombardierung. Sie sehen ihn nach der Belagerung. Hintergrund ist der, dass sich die Anhänger der Aufständischen in der Minderzahl seien, zurückziehen mussten in den Alcázar und von der Republik treu gebliebenen Bevölkerung dann belagert wurden und dann ausharrten, bis sie dann sozusagen entsetzt wurden. Also die entsprechende Triumphdarstellung der Verteidigung und der Befreiung. Das nationale Lager inszenierte den Sieg Francos in Toledo als Anlass für alle stolz zu sein. Die besondere Relevanz der Stadt ergab sich aus deren symbolischer Bedeutung in der spanischen Geschichte als letzte Königsresidenz der Westgoten vor der Eroberung durch die islamische Berber und Araber und Berber im Jahre 711. Galt sie während der Reconquista als Sehnsuchtsort derjenigen, die auf eine christliche Vorherrschaft gesetzt hatten. So kam dann auch der Rückeroberung 1086 ein besonderer Wert innerhalb der spanischen Geschichte zu, zumindest der Geschichte des katholischen Spaniens. Und das wurde bis ins 20. Jahrhundert tradiert dadurch, dass der Bischof von Toledo zugleich der Primas des spanischen Episkopats war. Dass es Francos Truppen nun gelang, in dieser Stadt die Parteigänger der Nationalen zu befreien, das ließ sich nun als Wiederholung der Reconquista feiern. Und in das Mythenreservoir der Frankisten ging diese Sequenz umso leichter ein, als spezifische Helden- und Märtyrererzählungen aus dem Umfeld der Alcázar-Befreiung schnell eine breite Popularität erlangten, zumal wenn sie sich auch an religiöse Truppe anknüpfen konnten. Für den Verlauf des Bürgerkrieges war die Entscheidung Francos zunächst Toledo zu erobern und erst dann nach Madrid vorzurücken tatsächlich folgenreich. Wie prognostiziert, verhinderte der Zeitverlust die frühe Einnahme Madrids. Ehe die frankistischen Truppen anrückten, hatten die internationalen Brigaden die republikanischen Kräfte verstärkt und der Angriff konnte abgewehrt werden, sodass bis zum Ende des Bürgerkriegs im Grunde genommen diese Konstellation vorlag. Sie sehen, hier ist im Grunde Toledo auf der nationalen Lagerseite und hier haben Sie Madrid in Hand der Republikaner. Dennoch hatte sich der Schwenk auf Toledo für Franco gelohnt. Der immense Prestigegewinn
durch diese im nationalen Lager als Heldentat glorifizierte Aktion war letztlich ausschlaggebend dafür, dass sich innerhalb des nationalen Lagers der letzte Konkurrent um die politische und militärische Vormacht geschlagen gab und am 1.10., nachdem erst Ende September der Alcázar befreit worden war, am 1.10. wurde Francisco Franco zum Staatschef und Oberbefehlshaber ernannt, womit eine 40-jährige Diktatur ihren Anfang nahm. Die Bilder, auf denen der Caudillo sich als Befreier des Alcázar inszenieren konnte, waren umso wichtiger, als seine Truppen bislang für andere Eindrücke gestanden hatten. Toledo wurde so zum Gegenstück zu Badajoz, jener Stadt der Extremadura, in der kurz zuvor Massenexekutionen stattgefunden hatten. Auf ihrem Weg von Andalusien nach Madrid hatten die Truppenteile aus dem Afrika-Heer Praktiken der kolonialen Kriegführung angewandt. Gefangene wurden nicht gemacht. Besonders brutal ging die Todeskolonne in Badajoz vor, wo sich republikanischer Widerstand formiert hatte. In Scharen waren Menschen erschossen worden, die für Rote gehalten wurden. Am 18. August hatte der Afrika-Offizier Jaguar hier zusammen mit Franco noch in Sevilla ungerührt einem amerikanischen Journalisten berichtet, natürlich haben wir sie erschossen. Was wurde von mir erwartet? Sollte ich die 400 Roten mit mir nehmen, obwohl wir gegen die Zeit rennen mussten? Oder sollte ich sie in meinem Rücken zurücklassen, damit sie Badajoz wieder rot machen sollten? Badajoz und Toledo wurden jedenfalls maximal inszeniert. Die beiden Orte standen für Terror und Triumph des frankistischen Regimes. Die emotionalen Botschaften, die sie ins In- und Ausland trugen, waren so geteilt wie das Land, aber gehörten zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Wenn sich die einen freuen sollten von den, wie es immer hieß, marxistischen Horden befreit zu sein, mussten diejenigen um ihr Leben bangen, die in Verdacht gerieten, rot zu sein. Diese Botschaften stehen repräsentativ für zentrale Bestandteile des emotional Regimes des Frankismus, über das ich heute mit Ihnen reden möchte. Dieses Konzept des emotional Regimes wurde vom Emotionshistoriker William Reddy im Jahr 2001 in einer Studie über die Französische Revolution in die Geschichtswissenschaft eingeführt. Und der Kern dieses Konzepts basiert in der Annahme, dass sich politische Systeme in besonderer Weise anhand der Rigidität ihrer Emotionslenkung charakterisieren lassen. Sowohl eine subtilere Analyse von Herrschaftsmechanismen als auch ein moralisches Urteil sei durch die Untersuchung des Ausmaßes von Repressivität politischer Systeme möglich. So könne der Grad an emotionaler Freiheit der Einzelnen gewährt wird, als Maßstab für die Bewertung des Systems genutzt werden. Mich interessiert hier weniger das moralische Potenzial als vielmehr das analytische. Es geht um die Frage, inwiefern der Frankismus als emotional Regime noch besser und eindrücklicher oder zumindest anders erklärt werden kann, als wenn man nur sozioökonomische und politische Kategorien heranzieht. Und dafür geht es darum, Strategien repressiver Emotionspolitik aufzuspüren und nach Techniken und Praktiken zu fragen, die den Druck einer emotionalen Anpassung so stark werden ließen, dass es kaum ein Entkommen gab, kaum, wie Reddy sagt, emotionale Zufluchtsorte, sogenannte emotional refuges, in denen alternativen emotionalen Verhaltensweisen hätte Raum gegeben werden können. Und je weniger solche Zufluchtsorte es gibt, so Reddy, desto wahrscheinlicher ist ein hohes Maß an emotionalem Leiden und deshalb ist ein solches System ein problematisches. Das ist dieses Konzept des Emotional Suffering. Und genau das möchte ich mit Ihnen durchgehen. Dabei stößt dieser Beitrag in gleich zweierlei Hinsicht, meine ich, in Neuland vor und ist deshalb ein gewisses Experiment, das ich gerne auch mit Ihnen durchdiskutiere. Und Sie können am Ende ja sagen, ob Sie das überzeugt oder nicht. Zweifach Neuland insofern, als erstens auch der Frankismus, meine ich, noch nicht hinreichend untersucht wurde unter einer emotionsgeschichtlichen Perspektive. Da ist noch viel zu tun. Und zum anderen ist aber auch dieses Konzept des emotional Regimes, das Reddy an die französische Revolution angewandt hat, ist auch noch nicht allzu oft auf andere Systeme und insbesondere Diktaturen übertragen worden, sodass ich glaube, dass sowohl für die Emotionsgeschichte als auch für die Forschung zum Frankismus dieses System so miteinander zu kombinieren, also den Frankismus mit diesem Konzept, doch etwas Innovatives haben kann. Es geht mir also darum, jetzt folgende Leitlinien zunächst mal herauszupräparieren, die mit diesem emotional Regime zusammenhängen. Und da wird es insbesondere um explizite Positionierung gehen. Und zwar explizite Positionierung ist ja gar nicht einfach, explizite Aussagen zur Emotionspolitik zu finden. Aber ich finde sie und insbesondere anhand eines spanischen Psychiaters, der ein oder andere wird von ihm gehört haben. Und dann geht es jenseits der
der diskursiven Strukturen darum, Techniken und Praktiken aus, finde ich, zu machen, die das deutlich machen, wo gelitten wird. Also wo bestimmt auch Emotionen und anhand sozusagen des Emotionsleidens nachvollziehen werden kann, wie die Repression im Frankismus funktionierte. Und schließlich gilt es als drittes, ausfindig zu machen, wie sich Zufluchtsräume veränderten, denn die Veränderung von Zufluchtsräumen, die sich dehnten und wieder verengert oder wieder enger wurden, bietet eine besondere Möglichkeit, Entwicklung, eine Entwicklungsdimension, eine Dynamik innerhalb auch der frankistischen Geschichte aufzuzeigen. Das kann man hier nur beispielhaft machen und deshalb greife ich mir auch ein paar Beispiele raus. Nicht zuletzt, wenn es um das Leiden geht, greife ich neuere Forschungen auf, die entstanden sind ab den 2000 irgendwas Jahren eben, weil es um die Perspektive der Kinder geht und es geht um die Perspektive der Frauen, die vom Frankismus dann in den sozusagen die Repression erlitten. Und dabei soll es insbesondere um die nachher gehen, die sich oder die für Kommunistinnen gehalten wurden. Zum Emotional Regime des Frankismus. Reddy versteht unter einem Emotional Regime die normative Ordnung von Emotionen eines politischen Systems. Und als zentrale Emotion in der Herrschaftspraxis des Frankismus erwies sich vom Beginn des Bürgerkriegs an die Angst. Schon die Relevanz des Antikommunismus als Eckstein des Regimes legt das nahe. Anselm Döring-Manteuffel zufolge ist der Antikommunismus vor allem eine, Zitat, Haltung, die einerseits von Angst getragen und von Bedrohungsgefühlen bestimmt ist und die andererseits mit Ängsten spielt und Bedrohung beschwört. Tatsächlich bemühten sich die Aufständischen immer wieder mit Hilfe rhetorischer und visueller Strategien, Ängste vor dem Kommunismus zu beschwören, wobei die auf republikanischer Seite verübten Gräueltaten diese Darstellung dann plausibilisieren konnten. Als legitimer Retter jedenfalls konnte Franco sich dann feiern, wenn zuvor eine Bedrohung wahrgenommen wurde. Insofern sollten alle Angst empfinden, Angst im eigenen Lager, aber Angst sollten vor allem diejenigen empfinden, die als Gegner der Aufständischen galten. Es sei notwendig, so General Mohler, gleich am Tag nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs Angst und Schrecken zu verbreiten, una atmosfera de terror. Dabei war Mohler nicht irgendein General, sondern der Spiritus Rector des Putsches von 1936. Dem in Kuba geborenen und in Afrika militärisch sozialisierten Militär war bereits früh bewusst geworden, dass die spanische Tradition der Pronunciamientos der Vergangenheit angehörten. Diese im 19. Jahrhundert häufigen und regelmäßig von Militärs ausgehenden Putsche waren kurze Interventionen gewesen, die Regierungswechsel herbeigeführt hatten. Jetzt aber ging es um eine Umgestaltung größeren Formats und Mohler war von Beginn an bewusst, dass es dabei nötig ist, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Und so warb Mohler mit einem Programm für Ordnung, Frieden und Gerechtigkeit und flankierte dieses Angebot mit einem Regime der Angst für Unentschlossene oder Gegner. Und dieses Regime war umso wirksamer, als bei der sofort einsetzenden Repression durchaus unklar war, wer eigentlich zur Zielgruppe zählte. Die Bezeichnung Kommunist war eine Chiffre, die für alles stehen konnte, was irgendwie links erschien. Das reichte von Mitgliedern der Kommunistischen Partei über Sozialisten bis zu Intellektuellen und sogar adligen Landbesitzern, die sich kritisch gegenüber der Kirche geäußert und wohlwollend gegenüber Arbeitern verhalten hatten. Begriffe wie Linke, Republikaner, Rote, Marxisten oder Gottlose wurden völlig undifferenziert als Synonyme benutzt. Wer offen, aber auch im Geheimen im Verdacht stand, die Volksfront zu unterstützen und abweichende Überzeugungen zu haben, der sollte, so Mohler, erschossen werden. Problematisch war bei dieser Konstellation, woran man nun einen Kommunisten erst erkennen konnte. Die Möglichkeit, als solchen ihn zu erkennen, galt nicht nur als solche Möglichkeit, nicht galt nicht nur das abweichende Denken, sondern auch das abweichende Fühlen. Gerade wenn sich der Gegner nicht zu erkennen gab, griffen Frankisten auf Gefühle als Indikatoren vermeintlich richtiger oder falscher Gesinnung zurück. Und federführend war dabei der oberste militärische Psychiater Antonio Vallejo Nájera. Antonio Vallejo Nájera war nach dem Medizinstudium 1910 dem Sanitätsdienst der Armee beigetreten und von 1912 bis 1915 in Afrika im Einsatz gewesen. Danach wurde er als Attaché an die spanische Botschaft nach Berlin versetzt. Er nahm in dieser Zeit nicht nur an Inspektionen der Kriegsgefangenenlager teil, sondern vertiefte seine Kenntnisse durch Kontakte zu den deutschen Psychiatern Hans-Walter Gruhle oder Emil Krepelin, dessen Schriften zur Psychiatrie, aber auch zur kollektiven Degeneration er wahrnahm und zum Teil ins Spanische übersetzte.
Auch die Schriften von Ernst Kretschmer prägten den spanischen Mediziner. Das internationale Ansehen Kretschmers ging nicht zuletzt auf seine Lehre zurück, wonach der Körperbau eines Menschen auf dessen Charaktere bzw. psychische Störung schließen lasse, wofür er 1929 den Nobelpreis in Medizin erhalten sollte. Also er war dafür, also hat er nicht erhalten, aber wurde dafür nominiert. Vallejo Nájera's eigene Studien zeichneten sich dabei durch eine Verbindung von rassistischen Selektionsgedanken mit Moralvorstellungen der katholischen Kirche aus. Wenn er sich zu Möglichkeiten einer Verbesserung der spanischen Rasse, Raza, äußerte, hatte er nicht deren Gen, aber mehr den Moralpool im Blick. Die spanische Rasse als Wertegemeinschaft, als geistige Gemeinschaft sollte durch Selektion und Heiratslenkung gehoben und damit die Degeneration abgewendet werden, die Spanien durch das antisoziale Verhalten der Roten drohe. Nachdem er zwischenzeitlich die Psychiatrieklinik des Militärs im Süden von Madrid geleitet hatte, wurde Vallejo Nájera nach dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs zum Leiter der psychiatrischen Dienste der frankistischen Armee ernannt. 1938 gründete er das Forschungsbüro der Inspektion der Konzentrationslager für Kriegsgefangene. Offenbar in Kooperation mit einigen Nationalsozialisten und unter Anwendung der von Kretschmer etablierten Kategorien begannen nun Untersuchungen an den Angehörigen der internationalen Brigaden, die in der Nähe von Burgos im Lager von San Pedro de Cardeña interniert waren. Das erklärte Ziel der Wissenschaftler war, dem Zusammenhang von biopsychologischen Konstellationen und dem Fanatismo Marxista auf die Spur zu kommen. 1938 veröffentlichte der führende Militärpsychologe des Frankismus die Schrift Der Faktor Emotion im neuen Spanien. Hier sehen Sie einen Reprint aus dem Jahr 38. Dies ist einer der seltenen Fälle, und deshalb habe ich mich über diesen Fund auch so gefreut, dies ist einer der seltenen Fälle, in denen sich führende Repräsentanten des frankistischen Lagers auf einer Metaebene mit der Relevanz von Emotionen auseinandersetzten. Dabei wird schnell deutlich, dass mit Emotionen eine ganze Bandbreite affektiver Phänomene gemeint war. Vorzugsweise aber geht es Vallejo Nájera um eher strukturelle emotionale Dispositionen, um wertegeleitete Gefühlshaltungen und Einstellungen, auf denen wiederum andere, flüchtigere Emotionen aufsatteln können. Unstrittig ist für ihn die Notwendigkeit, in den Massen weniger Ideen als vielmehr Gefühle zu sehen. Es geht um sembrar sentimientos. Die Bevölkerung in Spanien unterteilte er dabei in zwei Großgruppen, die als konträre emotionale Gemeinschaften konzipiert wurden. Die nationale Bewegung und ihre Gegner, die Affectos und die Desaffectos. Diese Dichotomisierung entsprach weniger der realen Heterogenität der spanischen Gesellschaft als vielmehr einer kriegsbedingten Notwendigkeit, große Gruppen in ideologische Lager zu zwingen. Umso problematischer war dabei die konkrete Grenzziehung. Dass ein solches polares Konzept trotz einer Realität, die mit ihm nicht in Deckung zu bringen war, dennoch große Überzeugungskraft entwickelte, lag daran, dass dieser manichäische Diskurs an drei Traditionsstränge anknüpfen konnte. Nämlich erstens die seit Beginn des 19. Jahrhunderts geführte Debatte darüber, welches der sogenannten zwei Spanien das wahre Spanien ist. Also insofern langer Vorlauf. Dann gab es zweitens den Regenerationsdiskurs der spanischen Intellektuellen seit 1898, seit dem Verlust der letzten großen Kolonien. Und nach der Ursache dieses Untergangs und nach Mitteln und Methoden sahen, wie Spaniens Größe wiederhergestellt werden könne. Das ist der zweite Strang. Und der dritte Strang führt zurück auf die Bestätigung des Konzepts der zwei Spanien durch die katholische Kirche Spaniens, die den Bürgerkrieg als Kreuzzug gegen die Linken nobilitiert hatte. Und diese Polarisierung wurde nicht zuletzt durch den Bischof von Salamanca, Pla y Daniel, forciert, der noch im September 1936 in seinem berühmten Hirtenwort Spanien als Ort der unvermeidlichen Kollision der, wie er schrieb, zwei Lebenskonzepte, der zwei Gefühle charakterisiert hatte, die im Bürgerkrieg aufeinandertreffen, nämlich die gottlose irdische Stadt und die gottgefällige himmlische Stadt. Und folgerichtig sei dieser Krieg eben auch ein Kreuzzug für die Religion, für das Vaterland und die Zivilisation. Der Faktor Emotion diente Vallejo Nájera dazu, sowohl die Degeneration, mit der sich diese spanischen Intellektuellen seit 1898 auseinandersetzten, diese Degeneration zu erklären, als auch einen Ausweg zu weisen. Er nutzte den Ansatz damit sowohl für analytische als auch für therapeutische Ziele. Verantwortlich für den Niedergang machte er die niederen Gefühle der Marxisten.
die er wiederum aus ihrer biopsychischen Minderwertigkeit erklärte, nämlich aus Ressentiment, Verbitterung, Groll, Neid, Inferioritäts- und Rachegefühle. Diese Gefühlsdisposition hielt er für die Ursachen der Entwicklung von spezifisch moralischen Verhaltensmustern, religiösen Vorstellungen und Werten. So korrespondierten die minderwertigen Gefühle der fanatischen Marxisten mit einem unmoralischen Sexualleben, dem Abfall vom Glauben und einer materialistischen Grundeinstellung. Den Materialismus der Marxisten kontrastierte der Psychologe mit dem Espiritu der Nationalen. Sahen die Kommunisten von Gefühlen der Zersetzung dominiert, pflegten die Nationalen Gefühle der Einheit. Letztere seien psychoaffektive Komplexe, die es zu fördern gelte, um das Werk der Regeneration Spaniens zu vollenden, und zwar diese folgenden Komplexe: Religiosität, Patriotismus und Verantwortungsgefühl. Kein anderes Gefühl, so Vallejo Nájera, könne es dabei an psychoaffektiver Energie mit dem religiösen, gerade mit dem katholischen Gefühl aufnehmen. Gemessen an der Wirkmächtigkeit folge gleich darauf die psychoaffektive Energie des Sentimiento Patriotico. Spanien müsse gefühlt, geliebt und respektiert werden, in guten wie in schlechten Zeiten. Verantwortlich fühlen müssten sich die Spanier vor Gott, vor Spanien und nicht zuletzt vor Franco, der allen als Identifikationsfigur vor Augen gehalten werden müsse. Gerade das Lächeln des Caudillo stehe repräsentativ für das, woran sich die Emotionen der Spanier halten sollten. Vertrauen in den Triumph, also Zitat, nicht? Vertrauen in den Triumph der Waffen, Sicherheit von Wohlstand und Gerechtigkeit, Kommen des Friedens, Hoffnung auf Rückeroberung des Imperiums der Hispanidad. Und dieses Lächeln des Caudillo ist wiederum ein Topos, dem es nachzugehen sich auch noch mal mehr lohnen würde. Man kann jedenfalls erkennen, dass dieses Lächeln des Caudillo, obwohl man gar nicht so oft Bilder findet, auf denen der Caudillo wirklich lächelt, es ist so ein bisschen wie Hitlers blaue Augen, aber auf jeden Fall als Topos ist das präsent, und zwar von eben Intellektuellen wie Antonio Machado, der eben auch das Lächeln des Caudillo besang, bis hin eben in den Unterricht der Kinder, wo man an ABC-Fibeln erkennen kann, hier im Como sonríe, wie lächelt er, Como sonríe, und hier kommt nochmal irgendwie auch die a la sonrisa, ihr Affecto del Generalissimo, also auf das Lächeln und die Zuneigung des Generalissimo antworten wir Kinder mit und so weiter. Also dieses Lächeln des Caudillo, ein verbreiteter Topos. Nach dem Bürgerkrieg blieb Vallejo Nájera als Professor für Psychiatrie an der Universität die zentrale Instanz der frankistischen Psychologie. Seine Publikationen waren während wie nach dem Bürgerkrieg nicht zuletzt wegen ihrer praktischen Relevanz von Bedeutung. Fließend gingen seine wissenschaftlichen in eine politische Psychologie über. Nicht nur, dass er seine Thesen von der biopsychischen Degeneration der Arbeiter anhand umfangreicher empirischer Studien an Häftlingen vermeintlich belegte, sondern er prägte mit seinen Ergebnissen auch das frankistische Gefangenensystem. Sowohl seine Empfehlung, die religiösen und patriotischen Gefühle als Kriterium für die richtigen Haltungen zu nehmen, als auch der Rat, die richtigen Spanier von den falschen strikt zu trennen, um die Zukunft der spanischen Gesellschaft nicht durch schädliche Sozialisationserfahrung zu gefährden, zeitigten Folgen im Lager- und Gefängnisregime des Frankismus. Im Laufe des Bürgerkriegs drohte das frankistische Haftregime immer dann zu kollabieren, wenn Territorien eingenommen wurden, feindliche Truppen kapitulierten, dann wurden Hunderttausende Marxisten, Linke, Republikaner, Rote, das, wie gesagt, bitte, Sie müssen immer die Anführungsstriche mitdenken, wurden dann in Gefängnisse und Konzentrationslager gebracht. Das ist eine neue Studie, die dem nachgeht. Gerade in den letzten Monaten, als Katalonien und Madrid eingenommen wurden, zwangen die Sieger alle Mitglieder des republikanischen Heeres und ihre Angehörigen, deren man habhaft werden konnte, in Lager. Zwangsläufig musste, schon weil das Haftsystem an der schieren Masse zu kollabieren drohte, schnell entschieden werden. Zeigte jemand die richtigen Emotionen, konnte er oder sie bald entlassen werden. Wer hingegen eine führende politische und militärische Position in der Republik eingenommen hatte oder von seinen Überzeugungen nicht abwich, beziehungsweise die falschen Emotionen dann zeigte, musste ausgelöscht, das heißt entweder exekutiert oder für sehr lange Zeit inhaftiert werden. So hatten die Untersuchungen von Vallejo Nájera unter den Gefangenen einen hohen Prozentsatz von sogenannten angeborenen Revolutionären ergeben, deren Prognose ungünstig ausfiel. Problematisch blieb die Gruppe, deren Emotionen zweifelhaft waren, die mit der Affección Dudosa.
Schließlich hatten die Testreihen im Team von Vallejo Nájera doch auch eine gewisse Prozentzahl von Personen ergeben, die während der Haft ihre politischen Ansichten und Gefühle geändert hatten. Mit Blick auf die Möglichkeit, diese Personen für die spanische Gesellschaft zu resozialisieren, wurden sie einem Umerziehungsprogramm unterworfen, welches die Verinnerlichung der richtigen Gefühle sicherstellen sollte, nämlich Religiosität und Patriotismus. Wenn nun tatsächlich Betroffene begannen, einen Gesinnungswandel zu behaupten, muss in Rechnung gestellt werden, dass die Rahmenbedingungen nicht für freie Willensbekundung geeignet waren. Wer mit Religion oder der spanischen Nation nichts anfangen konnte, aber nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wollte, litt an einem gravierenden Zielkonflikt. Entweder galt es, aus pragmatischen Gründen die wahren Gefühle zu verbergen und andere vorzutäuschen, oder zugunsten der wahren Gefühle auf eine Lebensperspektive zu verzichten. Es sind innere Konflikte wie diese, die nach William Reddy als emotional suffering bezeichnet werden. Es hat lange gedauert, bis sich Betroffene dieses Repressionsregimes zu Worte gemeldet haben und auch, dass ihre Stimme auf Interesse stieß. Dies bedurfte nicht zuletzt auch eines allgemein veränderten Blicks auf Opfergruppen innerhalb Europas. Inzwischen liegen aber zahlreiche Ego-Dokumente vor, die rekonstruieren lassen, in welch verschiedenen Formen Männern und Frauen und Kindern physisches, aber auch emotionales Leid zugefügt wurde. Männer berichteten von der unerträglichen Angst vor der drohenden Exekution, andere davor, in ihrem Versteck entdeckt zu werden. Alle Nuancen der Angst, berichtete später ein Betroffener, habe er durchlitten. Schrecken, Furcht oder Panik hätten zu seinem Alltag gehört und sich in Schweißausbrüchen, Zittern, Schwindel oder Brechreiz manifestiert. Frauen litten in spezifischer Weise in diesem Krieg. Hier haben wir Frauen und ihre Kinder in einem Madrider Gefängnis. Zum einen hatten sie durch die Kriegssituation mehrfach Belastungen durch Krieg, Familie und Beruf zu tragen. Zweitens wurde ihnen auf beiden Seiten ein inferiorer Status zugewiesen. Kommunistische Frauen galt nach der Studie von Vallejo Nájera als doppelt degenerativ. Biopsychische Merkmale, die mit der politischen Disposition korrelierten, würden durch die Geschlechtsmerkmale potenziert. Eigentlich hatte die Studiengruppe um den Psychologen sowohl die Ausländer in den internationalen Brigaden als auch Spanier, Spanierinnen, dann nationalistische Basken und nicht zuletzt marxistische Katalanen separat in den Blick nehmen wollen. Publiziert wurden schließlich nur die Studien über die verschiedenen Nationalitäten innerhalb der internationalen Brigaden, die haben Sie gerade gesehen, sowie eine Studie, diese Studie über marxistischen Frauen. Im Gefängnis von Malaga waren 50 Marxistinnen untersucht worden, von denen wegen des Delikts, die Rebellion unterstützt zu haben, 33 Frauen zum Tode und 10 Frauen zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt worden waren. Ja, irgendwie kriegt man noch mal was in den Hals. Danke. Alles gut. Und Anlass der Verhaftung war in den meisten Fällen, dass sich die Frauen öffentlich gegen den Faschismus ausgesprochen hatten. Ausgangspunkt der Studie bildete die von den Autoren der Studie als Tatsache präsentierte Annahme, dass das weibliche Geschlecht in der spanischen kommunistischen Revolution, so nannten sie das, durch besonderen Enthusiasmus und ungewöhnliche Wildheit hervorgetreten sei. Eine weit größere Zahl als diejenigen, die in den Milizen gekämpft hätten, sei extrem grausam bei Plünderungen, Brandstiftungen und Mordtaten vorgegangen und habe Männer zu weiteren Bestialitäten angestachelt. Erklärt wurde dieses vermeintlich sadistische Verhalten mit der in der Natur der Frau angelegten leichten Erregbarkeit. Das emotionale Verhalten von Frauen gleiche demjenigen von Kindern und Tieren. Ihr natürlicher Grausamkeitsinstinkt werde, da ihnen die Zügel von Intelligenz und Logik fehlten, nur durch soziokulturelle Kontrolle eingehegt. Diese soziale Unterdrückung wiederum schüre Gefühlscharakteristika der Schwachen, die wiederum problematisch waren, nämlich Neid, Schlechtigkeit, Rachsucht. Wenn, wie jetzt im revolutionären Spanien, die Bremsen fehlten, die die Emotionen der Frauen zurückhalten könnten, käme es zu den besagten sadistischen Exzessen. Frauen, so Vallejo Nájera und sein Kollege, würden sich dabei nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus schnell pathologischen Gefühlen in die Politik mischen und versprächen sich in revolutionären Umstürzen nicht zuletzt eine Befriedigung ihrer latenten sexuellen Gelüste. Wissenschaftlich war die Studie naheliegenderweise nicht weiterführend.
Ihre eigentliche Wirkung entfaltete sie im politischen Bereich, trug sie letztlich doch dazu bei, sowohl die psychosoziale Stigmatisierung des politischen Gegners als auch eine misogyne Perspektive auf die spanischen Frauen zu verfestigen. Beides senkte die Hemmschwellen im frankistischen Lager, gegenüber Frauen dann besonders gewalttätig zu werden, wenn man sie für Kommunistinnen hielt. Der Frauenkörper wurde auch in diesem Krieg zum spezifischen Austragungsort von Machtdemonstrationen. In den von den Frankisten eroberten Territorien mussten Frauen immer wieder symbolische Demütigungsrituale über sich ergehen lassen, wenn ihnen zum Beispiel immer wieder die Haare geschoren wurden. Mit dem Verlust der Ästhetik und der Autonomie über ihr Äußeres sollte den Frauen die Würde genommen werden. Die triumphalen Machtgefühle siegreicher Männer speisten sich aus den Schamgefühlen unterlegener Frauen. Sexueller Druck wurde ausgeübt, wenn Frauen genötigt wurden, ihre Körper den Wachposten hinzugeben, um die Überlebenschancen ihrer verhafteten Männer zu erhöhen. In der Haft selbst war sexuelle Gewalt an der Tagesordnung. Der Verlust über die Autonomie des Körpers gipfelte in sexueller Fremdbestimmung. Ihre Ohnmacht mussten Frauen auf diese Weise immer wieder neu leidvoll erfahren. Die Gefühle, und ich glaube, da liegt ein zentraler Erklärungsansatz, die Gefühle, die diese Behandlung mit sich brachten, waren von langfristiger Wirkung als die physische Folter. Und das ist, glaube ich, eines der zentralen Elemente für einen Blick auch auf eine Emotionsgeschichte. Auf die Vergewaltigung folgten Schwangerschaften, die wiederum neben der Beeinträchtigung der Physis eine Fülle spezifischer Emotionen für die Frauen bedeuteten. Das Verhältnis zu dem durch Vergewaltigung gezeugten Kind war umso prekärer, als die Schwangerschaft für Frauen, die zum Tode verurteilt waren, immerhin einen Aufschub bedeutete. Schließlich wurden im katholischen Regime des Frankismus Schwangere meist nicht erschossen. Die oftmals gewaltsame Wegnahme des Neugeborenen war dann die sichere Ankündigung der Hinrichtung. Die Emotionen, die mit der Trennung vom Kind verbunden waren, wurden durch diejenigen potenziert, die durch die Furcht vor der bevorstehenden Exekution ausgelöst wurden. Mütter, die zu längeren Haftstrafen verurteilt wurden, konnten ihre Kinder, wenn sie ihnen nicht unter Vortäuschung einer Totgeburt weggenommen wurden, vorerst bei sich behalten. Aber der Kontakt war insbesondere auch für stillende Mütter streng limitiert und wurde als Sanktionsinstrument eingesetzt. Die emotionale Verletzlichkeit von Müttern, die in dem Kontakt zu ihren Kindern ihren emotionalen Zufluchtsort suchten, wurde vom repressiven System skrupellos ausgenutzt. Bei mangelndem Wohlverhalten wurden die Begegnungsmöglichkeiten mit den Kindern rigoros eingeschränkt. Waren die Kinder 4 Jahre alt, wurden sie vielfach von den Müttern getrennt und in staatliche und religiöse Einrichtungen gegeben. Dort orientierte sich die Erziehung vollständig an den Leitlinien des emotionalen Regimes. Die Kinder sollten ganz für den Patriotismus und die Religion gewonnen werden. Da sehen Sie eben auch die Vorbereitung von Kindern, von Gefangenen für eine religiöse Zeremonie, genauso wie hier. Mütter, die sich bemühten, über Briefkontakt die Erinnerung ihrer Kinder an die Herkunftsfamilie wachzuhalten, konnten in dieser Loyalitätskonkurrenz oftmals nicht mithalten. »Mama, ich werde dich enttäuschen«, schrieb eine Tochter aus einer Klosterschule, in die sie nach der Trennung von der Mutter gebracht worden war. »Sprich mir nie mehr von Papa. Ich weiß schon, dass mein Vater ein Krimineller war. Ich gehe ins Kloster.« Für die Mütter, die derartige Briefe zu lesen bekamen, bedeutete dies eine doppelte Verlusterfahrung. Auf die physische Trennung folgte die emotionale Distanzierung. An die Stelle eines Zusammengehörigkeitsgefühls mit der Familie trat in den Fällen gelungener Umerziehung die regimekonforme Loyalität zur Religion und frankistischem Vaterland. Das Regime ließ den Kommunistinnen keinen Platz für private Gefühle. Raum, in dem die affektive Zugehörigkeit zu politischen Gruppen artikuliert werden konnte, gab es ohnehin nicht. Schon Gespräche, in denen Kritik am Regime geübt wurde, konnten Anlass für Denunziation sein. Es gab für Dissidenten keinerlei emotional refuge, also Zufluchtsort. Und damit sind wir bei Punkt 3, dem emotional refuge als Gradmesser für emotional liberty. Und das hat eben zu tun mit einer dynamischen Perspektive. Und diese dynamische Perspektive hat etwas zu tun auch mit der Entwicklung des Frankismus, die wiederum abhängig ist von der Konstellation von Innen- und Außenpolitik.
Denn der Antikommunismus des Franco-Regimes entwickelte sich aus innenpolitischen Faktoren, aber immer in Rückkopplung mit der außenpolitischen Lage. In Rhetorik und Praxis standen die Repressionen des frankistischen Regimes in einem engen Zusammenhang mit dem europäischen Faschismus. Der Antikommunismus war im Lager der Nationalen tief verankert, unabhängig von der Tatsache, dass die Kommunistische Partei zu Bürgerkriegsbeginn eine durchaus zu vernachlässigende Größe darstellte. Der Antikommunismus diente als Folie, die sämtliche Probleme der Zweiten Spanischen Republik sowie das Verhalten der Republikaner im Bürgerkrieg zu erklären schien. Und darüber hinaus fungierte er natürlich als Legitimation, die selbst die rigidesten Maßnahmen gegen die politischen Gegner rechtfertigte. Und dabei konnte sich das frankistische Regime einer doppelten Unterstützung sicher sein, im Inland einerseits durch die katholische Kirche und im Ausland während der Zeit des Faschismus eben natürlich durch Italien und Deutschland, die eben gleichermaßen antikommunistisch orientiert waren. Und in der Nachkriegszeit wiederum entwickelte sich die Rigidität des spanischen Antikommunismus analog zu den Konjunkturen des Kalten Krieges. Und dabei lässt sich folgende Relation nachweisen: Je etablierter der westeuropäische Antikommunismus, desto weniger Zufluchtsorte ließ das Franco-Regime für Oppositionelle. Die Jahre unmittelbar nach 1945 waren eine Zeit der Verunsicherung, in der die Zukunft des Systems auf dem Spiel stand. Die Unterstützung der faschistischen Regime fiel nicht nur weg, sondern die einzige Kooperation war jetzt zum Stigma geworden. Worden waren die Siegermächte doch entschlossen, keine faschistischen Diktaturen mehr zu dulden. Das frankistische Regime versuchte, den Druck durch politische Zugeständnisse zu mildern. Das Grundgesetz der Spanier sollte Rechtsstaatlichkeit suggerieren und infolge von Massenbegnadigungen kehrten 1945 Tausende von Häftlingen aus den Gefängnissen nach Hause. Gleichwohl spitzte sich dann im Jahr 1946 die Situation zu, insofern als bei der UNO versucht wurde, mittels eines Abzugs der Botschafter Druck auf Spanien auszuüben. Und für uns wiederum ist wichtig, dass Pius XII. Die spanischen Bischöfe im selben Jahr, also 1946, zu einem Ad Limina-Besuch nach Rom eingeladen hatte und dort auf die unhaltbare Situation verwiesen hatte, in der sich die spanische Arbeiterschaft befände. So war der spanische Episkopat plötzlich gezwungen, sich dieser Bevölkerungsgruppe anzunehmen, zumal es nach der Eliminierung der Führung der Arbeiterbewegung galt, Einfluss auf die Orientierung der Massen zu nehmen. In der Folge kam es zur Gründung einer katholischen Arbeiterorganisation, der sogenannten Hermandad Obrera de Acción Católica. Das ist eine Studie über diese Hermandad. Doch anders als gewünscht wurde diese Org kein Transmissionsriemen staatlicher und kirchlicher Direktiven, sondern vielmehr bildete sich hier plötzlich ein Freiraum, in dem sich ehemalige Gewerkschafter, Sozialisten und Kommunisten mit Katholiken zusammenfanden. Das aus der Perspektive des Franco-Staates Skandalöse dieser Berührungspunkte von Katholiken und Kommunisten kann gar nicht genug betont werden. So setzte sich die Org nun ernsthaft mit dem Kommunismus auseinander. 1948, also 100 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest, schrieb der Vorsitzende Guillermo Rovirosa ein Manifiesto Comunitarista, in dem er die Kirche anklagte, sich auf die Seite der Reichen geschlagen und die Armen im Stich gelassen zu haben. Schon, dass überhaupt an einer solchen Schrift gearbeitet werden konnte, zeigt, dass sich plötzlich ein Refuge, ein anderer Zufluchtsort, aufgetan hatte, in dem sich bisherige Repressionsopfer relativ angstfrei bewegen konnten. Hier fanden auch Emotionen Raum, die mit dem emotional Regime des Frankismus nicht vereinbar waren. Empörung über die Reichen und Mächtigen in Gesellschaft, Politik und Kirche sowie Empathie mit den Mittellosen. Der Wind sollte sich allerdings schnell drehen. In den militärstrategischen Überlegungen des Pentagon wurde Spanien bald ein wichtiger Platz eingeräumt und gegenüber den Argumenten des Militärs verblassten Prinzipien demokratischer Argumentation wie die von Präsident Truman. So reisten 1949 amerikanische Regierungsvertreter zur Vorbesprechung eines militärischen Bündnisses nach Spanien, welches dann 1953 abgeschlossen wurde. Die Amerikaner schätzten die strategische Lage und die ideologische Zuverlässigkeit des Franco-Staates, der sich nun als Bollwerk des christlichen Abendlandes präsentieren konnte und als welches er dann auch in den 50er Jahren vom Kreis konservativer Europapolitiker geschätzt und chauffiert wurde. In dieser Zeit war es übrigens, wir kommen zurück zu einem alten Bekannten, der jetzt eher zivil gekleidete Antonio Vallejo Nájera, der einem internationalen Publikum erklärte, dass mit dem Sieg der Frankisten und der Ausschaltung politischer Parteien Ruhe und Frieden nach Spanien zurückgekehrt wären, zumal die Strafen milde und die Amnestien umfassend gewesen seien.
Im Rahmen eines von den USA ausgehenden internationalen Kooperationsprojektes von Psychiatern und Psychologen, die den Ursachen der Weltspannungen nachgehen wollten, die zum Zweiten Weltkrieg geführt hatten, war Vallejo Nájera als Repräsentant Spaniens um einen Beitrag gebeten worden. Internationales Renommee hatte der Spanier nicht zuletzt als Präsident des ersten internationalen Psychiatriekongresses in Paris im Jahre 1950 erworben. Jetzt ergriff er die Gelegenheit, aus einer, wie er schreibt, rein wissenschaftlichen Perspektive über die Pathologie mentaler Bedingungen zu berichten, die durch die Angst während des Spanischen Bürgerkriegs bedingt sei. Als eigentliche Opfer und berechtigterweise von Zukunftsangst Geplagte hob er die Besitzenden hervor, die durch den Krieg Hab und Gut verloren hätten. Die Angehörigen der Arbeiterklasse hingegen könnten nicht als Leidtragende, sondern als Profiteure des neuen Regimes gelten, kämen sie doch endlich in den Genuss von Sozialpolitik, höheren Löhnen und verkürzter Arbeitszeit. Außerdem seien sie befreit von Arbeitskämpfen, Streiks und politischem Gezänk. World Tensions, so der Titel dieser Studie, interpretierte Vallejo Nájera als Resultat eines aktuellen Angstzustandes, ausgelöst durch die Furcht vor einem neuen, durch den russischen Kommunismus entfesselten Krieg. In dieser Zeit hatte auch der Vatikan seine Zurückhaltung gegenüber dem Frankismus überwunden und noch einen Monat vor dem Stützpunktabkommen mit den USA ein Konkordat mit dem Franco-Regime abgeschlossen. Alle Völker haben ihren Kurs geändert, weil sie sich geirrt hatten. Nur das Steuer Spaniens blieb fest, triumphierte die falangistische Zeitschrift Arriba. Franco konnte jetzt darauf hinweisen, dass er sein Regime immer auf antikommunistischem Kurs gehalten hatte. Damit gewann der Antikommunismus erneut an Bedeutung. Unter Veränderungsdruck im Frankismus ließ nach. Für die Spielräume der HOAG hatte das unmittelbare Folgen. Das kommunitaristische Manifest durfte nicht gedruckt werden, die Kontrolle durch die Falange nahm zu, die Zeitschrift TU, die 5 Jahre lang die einzige Arbeiterzeitschrift in Spanien gewesen war, wurde 1951 verboten und schließlich wurde Rovirosa, der charismatische Gründer, unter dem Vorwurf zum Rücktritt gezwungen, Verbindung zum Kommunismus zu unterhalten. Erst in den 1960er Jahren entwickelte sich wieder eine neue Dynamik in dieser Institution, forciert durch das Zweite Vatikanische Konzil und andererseits durch die nachlassende Relevanz des Antikommunismus in Europa. Guillermo Rovirosa konnte jetzt ein Buch über Christen und Kommunisten schreiben, in dem er um Verständnis für Kommunismus und Kommunisten warb. Schließlich konnte im Jahr 1966 auch sein Manifiesto Comunitarista, ungeachtet der klaren Kritik an der spanischen Gesellschaft und Politik, gedruckt werden. Und die HOAG entwickelten sich zu einem wichtigen Laboratorium der Opposition, aus der Impulse für die Gründung der kommunistischen Gewerkschaften hervorgingen und in dem demokratische Haltung und Emotionen eingeübt wurden. Zu diesen Emotionen gehörten, wie erwähnt, Empathie mit den Armen, Empörung über Unterdrückung und Furchtlosigkeit gegenüber der Obrigkeit. Zu einem solchen vom Regime abweichenden emotionalen Verhalten wurden Arbeiter, aber auch Arbeiterinnen bestärkt. Innerhalb der Frauenorganisation der HOAG, der Hermandad Obrera de Acción Católica Femenina, lernten katholische Arbeiterinnen aufzubegehren. So notierte sich die Arbeiterin Remedios Cover Mitte der 1960er Jahre in einem kleinen Schulheft, was sie sich alles vorgenommen hatte. Zitat, jede Ungerechtigkeit anzuklagen und sich nicht einschüchtern zu lassen, selbst nicht von einem Vorgesetzten. Im letzten und gegebenen Moment gelte es, Zitat, keine Angst zu haben. Mit einem solchen Emotionsmanagement stand die HOAG quer zum Emotional Regime des Frankismus, dem sehr wohl an den disziplinierenden Effekt der Angst lag. Zwar wurden auch bei der HOAG religiöse Gefühle angesprochen, aber ohne eine Koppelung an dem vom Regime gewünschten Patriotismus. Welche Rolle diese emotional andere Ausrichtung dabei gespielt hat, zentrale Säulen des Frankismus wie die Syndikate ins Wanken zu bringen und auch den Weg zur Transition zu bahnen, muss erst noch untersucht werden. Zugleich aber zeigen aktuelle Debatten über die spanische Vergangenheit, wie langlebig die emotionalen Strukturen sind, die in der frühen Franco-Zeit angelegt wurden. Das Regime der Angst bzw. seine Folgen haben den Frankismus lange überdauert, sei es, weil die Opfer erst spät ihre Ängste überwanden, was die Voraussetzung dafür war, dass sie von dem Erlittenen überhaupt berichten mochten. Oder sei es auch, weil die Schrecken der Vergangenheit einen gesellschaftlichen Konsens schufen, von dem es besser sei, erst mal nicht an diesen Emotionen zu rühren.
Es ist nicht zuletzt die Nachhaltigkeit des frankistischen Emotionsregiments oder des Regimes, die Strukturelemente aus der Diktatur bis weit in die Zeit nach Franco überträgt und vielleicht erklärt auch das, warum mit heute in solcher Emotionalität heute über den Verbleib Francisco Francos diskutiert wird. Vielen Dank. Applaus